Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Mario Tennis Power Tour! Letztes Mal sind Open Island gekommen, in Duo auch diesmal. Und, hallo Steuerung, ja geht, passt. Wir sind letztens Part hier stehen geblieben bei der Unterkunft des Open Islands im Duo. Allerdings gehe ich in diesem Part jetzt noch nicht hier kämpfe, sondern zuerst zurück. Ja, man kann zurück zur Akademie, auch im Solo geht das. Dass man hier zu Fuß gehen kann, ist irgendwie geil. Okay, zuerst das letzte Minispiel, das ich so hasse. Ich hasse es. Ich kann nur darum seufzen, weil ich habe mal auf YouTube gesehen, einer der kann's, aber hey, fun, das zu schaffen, sage ich nur. Naja, es ist nichts anderes als der Sumo-Roboter. Ich hasse ihn. Also, man muss mit der Steuerkreuz angreifen oder verteidigen, also nach links verteidigen, nach rechts angreifen und mit A, B drücken, dann kommt man Kraft. So, das ist eigentlich nur noch schaffbar hier. Also immer A, B drücken, kommt der maximale Angriff. Ui. Immer wenn man zurückgeschlagen wird, immer zurückdrücken. Klingt komisch, ist aber so. Und wow, da ist schnell weggegangen. 7 Sekunden. Dann habe ich nicht so einen, wie soll ich sagen, Rückschlag. Und ich lerne den Powerball Angriffsschlag. Nein, also der erste Sumo-Roboter, der geht dann auch. Also, das sage ich hier nichts dagegen. Der zweite, der könnte schon krasser werden. Jetzt immer schon AP drücken. AB, AB, AB. Und, also, wenn er so einen Spezialangriff macht, kann man nichts machen. Kann man nicht. Ah, er wird sogar abschaut. Er wehrt ab. Wenn er abwehrt, kann man nichts machen. Nix. Das ist immer ein bisschen random, was der macht. Kommt mir vor. Ja, ja, du ganz grün, ganz grün. Ich verstehe mal ganz grün, ganz grün. So sieht er auch aus. Also schon das zweite Level von dem ist hart, wie ihr seht. Ich habe voll die Probleme. Nicht schon wieder. Mach nicht dann deinen Spezialangriff, du Spast! Ja, ich habe schon mit Level 2 Probleme. Ich hatte keine gute Taktik irgendwie. Ja, pff, was soll ich machen, wenn er seinen Spezialangriff macht? Was soll ich machen? Ich werde es nochmal probieren, aber... Boah! Ich hasse dieses Minispiel. Es gibt keine Garantie, dass man es gewinnt, außer man kann's. Ich kann's nicht. Nicht gut jedenfalls. Ja, ganz grün, ganz grün. Ich verstehe wirklich nur ganz grün, ganz grün. Was versteht ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Schon ein bisschen witzig. Ja, geh nach Hause. Also der erste Roboter, da geht, aber... was haben die Programmierer hier geraucht? Ah, jetzt geht's. Okay, wieder abwehren. Ups. Wenn er abwehrt, ist das ein bisschen, ja... unschaffbar, komm. Okay, Level 2. Mein zweiter Versuch, aber Level 3. Ob ich das überhaupt mal schaffen werde? Das ist so hart, Leute. Das ist so hart, das glaubt man gar nicht. Das ist kein Spaß. Weil der wehrt sehr oft ab. Ja, geht bis jetzt gut. Okay, super Angriff. Er wehrt wieder ab, wieder super Angriff. Wieder abwehren, wieder... Ja, pff, da kann ich nichts machen, Leute. Wenn er Super-Angriffe macht. Da muss man dauernd ihm, wenn man einen hat, muss man ihn dauernd angreifen, aber ich kann das nicht so gut. Es funktioniert hin wieder schon, aber... Pff, seht ihr, wie ich abkacke hier? Vielleicht habt ihr Tipps, also ich komme da nicht zurecht. Das wollte immer gesagt werden. Hier, der Challenge-Modus kann ich nicht zeigen, weil... ich vielleicht hier schaffen werde hier. Ich werde es dann später nochmal probieren, ist klar. Offscreen und so, aber trotzdem, es ist krank. Es ist sehr krank, das. 10, 9, ich schaffe es nicht mehr, wenn er so... Ja, nur Spezialangriff, was soll ich machen? Ah, du reckst mich auf! Ich werde das später nochmal machen, offscreen, weil das ist hart. Das ist mir zu hart sogar.
Ich hasse dieses Minispiel. Schreibt mir Kommentare, ob ihr Tipps habt. Ich weiß nicht, wie ich da weitermachen soll. Ich habe da immer Probleme. Das ist immer random bei mir, ob ich das schaffe oder nicht. Also, vielleicht wisst ihr was. Und das auf Level 10 zu bringen, dieses Spezialding. Das wird lustig. Zurück zum Open Island. Gehen, nicht fahren. Gehen. Genau, warum fahren die eigentlich mit dem Bus, wenn man zu Fuß auch gehen kann? Eine gute Frage. Okay, die erste Runde ist... Moment, bin ich? Ah, da oben, links oben. Gegen Jan und Melanie, oder John und Melanie. Dann gegen Daniel, glaube ich, oder gegen Bruno, je nachdem, wer gewinnt. Axel gewinnt wahrscheinlich gegen Leon oder auch nicht. Oh, der Victor ist auch wieder dabei. Okay. Ihr spielt gegen Jan und Melanie. Die beiden waren schon letztes Jahr dabei. Axels Team spielt auch gegen die Union. Alex ist ein schwaches Team, ey. Nun ist ich wohl, dass ich ein Doppel hier bin, oder? Ja. Beim Doppel spiele ich zwar nicht mit, aber am Anfang will ich euch trotzdem. Okay. Dann der Gegner in der zweiten Runde. Wenn du da gewinnst, bist du schon fast im Finale. Aber pass auf, du hast einen harten Gegner vor dir. Ich glaube, der labert jetzt genau den gleichen, wie im Solo. Was los, Willi? Jetzt ist aber hier auch ein Doppelbein, die sich alles anders, ist alles anders! Wir strengen uns an, also kannst du ruhig wieder lächeln. Aber du weißt, dass die erste Runde, zwei Runden ziemlich schwer werden, oder? Warum bist du so niedergeschlagen? Ja, es kommt genau die gleiche Szene, nur mit dem Partner. Ah, toll, Axel, was macht ihr so hier? Plötzlich, wir haben alles mitgehört, du klingst wirklich so, als wärst du am Ende. Am Ende! Jetzt war ich im Eins und im Doppel dabei und in diesem Jahr nix! Da kann man doch ruhig schon bald frustriert sein. Aber nur ein bisschen. Du bist nicht der Einzige im Einzel, vertrete ich Akademie auch nicht mehr. Ja, da ist die Ace und der Axel dabei. So ist das im Wettbewerb. Die Starken gewinnen, die Schwachen verlieren. Wie in der Evolution. So einfach ist das. Und wer verliert, der ist der arme Hund. So ist es doch, oder Willi? Die schauen, genauso wie ich jetzt. Aber in einem anderen Wettbewerb vielleicht nicht. Ich verliere nicht. Du musst dich nicht prügeln, weil du im Tennis verloren hast, verstanden? Arrgh. Im Finale der Doppel spielt Daniel, oder? Schätze, im Finale stehen wir beide gegen Daniel und seinen Partner. Schauen wir mal. Aber mach dir keine Sorgen, gegen die werden wir schon nicht verlieren. Ich werde gegen Daniel gewinnen, nicht verlieren, ja? Also, obwohl ich in der ersten Platz im Ranking an S abgehen musste. Arrgh. In diesem Sinne werden wir klar gewinnen! Wir werden gewinnen, wir gewinnen! Jetzt ist Showtime! Warten wir ganz einfach am Anfang des Spiels! Yeah. Doch nicht der gleiche Text, aber fast der gleiche. Ah, da haben sie was Gutes gemacht. Boing, boing. Was für ein Selbstvertrauen. Echt, was denken Sie eigentlich, wer Sie sind? Axel hat gesagt, dass Daniel im Finale antritt. Dann verlieren wir bestimmt. Oh, wir verlieren. Ich schaffe es ins Finale und dann besiegt der Axel und Toril. Tu das für mich. Tu das. Klar. Machen wir. Na dann. Auf zum Fight. Ich will rein. Danke. So. Und hier sitzt auch ein alter Bekannter von uns, der Daniel. Du bist doch der Neuling, der das Finale gewonnen hat. Und du bist stolz? Klar. Pah, freue ich dich zu früh oder glaubst du, denn Doppel hast du auch so viel Glück? Immer. Eins waren wir also beide Finalisten Neulinge. Im Doppel wird es sicher nicht so laufen. Oh, da steht er. Hi. Eins hast du gewonnen. Gut, aber im Doppel, lol, ich bin der Titel. Ich bin der Titel. Ich bin der Titel. Ich bin der Titel. Ich glaube, ich bin der roten Gruppe. Ja, in der roten. Bist du bereit? Jo. Ich hätte jetzt mit jedem labern können, aber nee, muss nicht sein. Da sind nämlich ganz schön viele Leute. Oh ja. Okay, kann losgehen. Meine lieben Spieler, meine lieben Damen und Herren, meine lieben, was noch werden wollen. Als nächstes beginnt die erste Runde im Doppelwettkampf. Kommt und fightet. Die einzelnen Spiele werden parallel ausgeführt. Also alle gleichzeitig. Das kommt mir bekannt vor. Na dann, wir kommen in die... Oh, in das große Stadion, wie geil!
das ganz große Stadion, wo keine Plätze sind, also sitzen keine da. Oh Mann, mir ist langweiler. Okay, die erste Runde beginnt! Booms! Hatakakata Boom! Ace und Clay versus Jean und Melanie. Na dann wollten wir mal wieder ein paar Asse aufschlagen! Das funktioniert komischerweise immer jetzt. Oh nein, 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 doch nicht. Okay. Ob meine mich mir so chillig. Vielleicht weil ich keinen super Aufschlag hatte. Kann sein. Und okay. Achü! Hey! Du bekommst keinen Punkt von mir, ja? Meine Güte. Oh, die sind schon ein bisschen krasser drauf, sehe ich. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Hey, chillt mal, bin auf Level 42, ja? Ja, es läuft! Und tschüss! Haha, geht doch. Wieder so. Was? Kein Ass? Kein Ass! Nein! So muss rauslaufen aus dem Feld. Hey, chill! Ah. Die nehmen meine Asse an, nein! Jetzt nicht mehr. Okay, das ist zufällig schon. Das ist wie gegen den Trainer, der ein Ass-Aufschlag will. Also Aufschlag-Duell. Das ist auch krass. Und volle Powerball-Power! Hey, den wollte ich haben. Komm her, ja! Yeah. Wow! Oh, wie weit ich zurückgeschleudert wurde. Krass, Scheiß. Sorry, lass los. Hey! Mein Ball! Das war mein Ball! Jetzt aber! Bam! Tschüss! Jetzt bin ich vorne! Yeah! Das war aber schnell vorbei. Also immer wenn ich vorne spiele, dann geht das ziemlich schnell. Kommt ihr euch auch so vor? Oder ist das nur mein Gefühl? Ja, und hoch! Ups! Ah, verdammt, hab ich noch angenommen. Also es geht richtig die Party ab, sogar bei... Let's... Mein ersten Fight schon. Seht ihr schon, was hier abgeht. Also ein Duo ist... Das Power-Ding... Richtiger Schwierigkeitsgrad. Also die Power-Tour. Finde ich geil. Das Island Open Schwierigkeitsgrad. Yeah. Jetzt habe ich mich richtig ausgedrückt. Ha! Nicht angenommen. Geil! Oh, jetzt muss ich wieder vorne stehen. Nein! Ich sagte nein! Computer sagt nein! Bam! Das geht auch schnell dahin, wenn ich vorne stehe. Hui! Erfolg! Halt die Fresse! Und wieder! Da funktioniert sogar. Das muss ich annehmen. Schön. Juhu! Und hoch! Und ja. Indy kann die KI mit Lobbälle nicht umgehen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Ich weiß nicht, es ist einfach so. Jetzt schon, aber meistens kann die KI mit Lobbällen nicht umgehen. Frag mich nicht warum. Ich will haben, ich will haben! Gewehr, 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 den Ball! Und jetzt volle Power! Aber kein Powerball. Dritter Satz. Ja, hier geht es auch um drei Sätze wie im Solo. Yeah, Asse, Asse, bis zum Umfallen. Mann, warum nimmst du denn an? Warum denn? Eine Überraschung, die sich gewaschen hat. Und, hey! Boah, hey! Da ging's sogar. Ich dachte jetzt, das war ein voll schlechter Auftrag. War es eigentlich auch, aber... Okay. Ich bin immer für Überraschungen gut. Hey! Wollte ich haben. Also mein Partner ist ein guter Schmetterballschläger. Gefällt mir. Juhu! Hey! Da war aber billig. Da bekommt ihr gleich einen Return reingehauen. Und chill! Nein! Schon wieder. Ich habe voll Probleme jetzt. Bam in die Fresse. Matchball. Ah, sie haben hin und wieder mal Punkte abgestaubt. Also, was? War der schnell. Da war unerwartet. Alter, langsam wird's hier zu unerwartet und Powerball! Powerabwehr. Und tschüss! Und BAM! Und tschüss! Ich will haben! BAM! Juhu! Komm her! Aha! Ausgespielt! Ach, das war die erste Runde, Leute! Und ihr habt gesehen, es geht schon ziemlich ab! Mal was anderes! Noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr!
Also ihr könnt euch schon auf mehrere Runden freuen, wo es wieder ein bisschen spannender wird. Die A-Gruppe war ja billig, die C-Gruppe war ja zum Lachen. Mehr Tempo und mehr Volley, danke. Du bekommst mehr Kraft und ja doch, ja, Slice, weil bei dem Rest geht alles runter. Melanie und Jan können als Spieler gewählt werden. Nur im Duo kommen die zwei vor, komisch. Okay, Victor hat gegen Tilly gewonnen, Axel und Tore haben gegen Leon und Peter gewonnen, Daniel hat gegen Bruno gewonnen, was für eine Überraschung. Das heißt, ich muss jetzt gegen Daniel gleich. Wow. Soll ich das noch in diesem Part machen? Ja, ich mach mal. Ich bin mal so frei, Immer natürlich gegen die Treppen gehen, ja, immer gegen die Treppen, nie mit den Treppen. Oder so ähnlich. Und wieder zu den Unterkünften, damit es weitergeht gleich. Man muss immer speichern. Ja, man muss. Ja. Falsche Taste. Es wisst man, was passiert, wenn man B drückt beim Start statt A. Man kommt zurück zum Bildschirm, wo man Mario sieht. Ist ziemlich nett und so. Ja, die blaue Gruppe ist raus. Schade. Ich dachte, das ist gerade die Party oder so. Das heißt, wir spielen nur noch zwei Gruppen. Okay. Hi. Mein frisch gebackenen Champion will ich eigentlich nicht wirklich reden. Aber nächstes Spiel treten wir nur gegen mal einen anderen. Gegeneinander an, so heißt. Wenn du das da werden willst, hast du nur eine Möglichkeit. Du musst mich besiegen! Kein Problem, Leute. Oder? Bist bereit? Klar. Voller Selbstvertrauen gehe ich meinen Weg. Meine lieben Spieler, meine Damen und Herren, die es noch werden wollen. Als nächstes beginnt die zweite Runde, Doppelkampf. Yeah. Also, let's go. Also in Doppel sind nicht so viele Spiele, ist klar, weil immer 2 gegen 2 sind und keine gesetzten Spieler sind. Wäre ein bisschen krass. Das heißt, das Duo, das braucht wirklich nicht so lange. Also, wir haben schon mal einen Zuschauer, wir haben einen Zuschauer! Geil! Gegen Daniel und Minka. Let's fight. Bam. Ace und Clay versus Daniel und Minka. Na dann. Let's fight. Us. Let's fight. Hast du Let's fight gesagt? Ich glaube schon. Nein. Oh, come on. Die zwei sind relativ gut, muss man sagen. Nur die Minka, oder wie die heißt, die steht immer zu weit vorne, kommt mir vor. Spielball und BAM! Warum nimmst du den an, Daniel? Hä? Hä? Bekommst gleich einen in die Fresse! Nein! Jetzt hab ich einen in die Fresse gekriegt. Bekommst einen Ast dafür. Ast. Wow! Der war gut. Das war ein Aufschlag, hey. Boah! Da muss man aufpassen. Ja! Hallo, jetzt geht's wieder runter! Ja. Ah, Zinn! Ha! Geht da. Oh, die zwei sind nicht zu unterschätzen. Und die nächsten zwei schon gar nicht. Boah! Von denen habe ich sogar Respekt. Bam! Powerball! Noch mehr Powerball! Das ist der Stoppball. Und Power! Hey, wollte ich haben. Sag, wenn ich nach vorne gehe, geht mein Partner nicht zurück. Ist ein bisschen. Ja. Wow, was war das für ein Powerball? Kenne ich gar nicht. Ich glaube, das war der vom Sumo-Ringer, der erste. Das kann sein. Kenne ich gar nicht. Noch nie ausprobiert. What the? Jetzt ist aber hart hier. Jetzt geht's volle Kanne los! Alle Kanne, volle Panne. Und Powerball! Partner? Was? Ich dachte schon, jetzt muss ich ihnen helfen. Jetzt aber! BAM! Ja, das ist der vom Sumo-Ringer. Jetzt aber! BAM! Tschüss! Einstand. Boah, ich dachte schon, jetzt kriegen die einen Punkt. Das wäre doch bitter, oder? Das wäre bitter. Satzball. Das ist erst der erste Satz gegen die, ja? Ha! Daniel spielt mich nicht aus! Und volle Power! Puyong! In die Fresse! Stellt euch vor, ihr bekommt einen Pall, der 200 km/h drauf hat, in die Fresse! Oh. Das wäre ein bisschen bitter und der Return war unnötig!
Unnötig, habe ich gesagt! Hallo? Die zwei spielen gut. Haha, auch nicht gut genug. Noch nicht zumindest. Gegen die nächsten zwei habe ich wirklich Respekt. Boah. Aber ich will nicht daran denken, jetzt bin ich in dem Spiel. Also, wow! Du kannst ruhig hochspielen, mein Partner nimmt alles an! Nein! Powerball! 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 Gib her einen Powerball! Yes! Brauch nicht mal einen Powerball, um euch auszuspielen! Bam in die Fresse! Jetzt aber! Ah, Mist, ich dachte schon. Ich muss ein bisschen zurückgehen hier. Sehe ich schon. Nicht ganz im Netz spielen. Und Power! Also, die zwei sind gar nicht mal so schlecht. What, what, what? Warum hast du nicht angenommen, Partner? Clay, was machst du für Sachen? Bam! Muss ich wieder aushebeln hier. Okay, vielleicht war es auch meine Schuld. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Schmetterball, wie geil. Also mein Partner macht gerne Schmetterbälle. Gefällt mir. Spiel nicht so hoch. Ich mag das nicht. Ah, Seifenblasenabwehr. Ich glaube, die haben wir noch nicht gesehen. Danke, Partner. Und Powerball, der Stoppball. Der eine wollte unnötigsten Powerbälle. Vor allem im Doppel. Das bringt sich nichts, weil immer einer vorne steht. Bringt sich nur im Solo was. Und naja, dann auch nicht wirklich. Weil der Ball sehr langsam ist. Und das war knapp. Er will ich haben! Powerball! Ah, Mist. Ah, ihr geht mir auf die Nerven! Und tschüss! In die Fresse! Dritter Satz. Okay, kann wieder Aussehen aufschlagen hier. Solange es halt der Daniel ist. Okay, solange ich nicht gegen den Daniel einen Asch aufschlagen kann, kann ich das mit dem Asse-Challenge-Ding da nicht annehmen, weil ich würde es nie gewinnen. Ich würde nur ein Unentschieden schaffen, dauernd. Also bei den, wer schafft zuerst einen Ass, weil einfach krank ist. Komm her, Ball! Komm her, Ball, hab ich gesagt! Bing. Hey! Das ist meine Taktik! Weg kommst du zurück! Mann! Daniel ist nicht zu unterschätzen. Das mache ich nämlich an dauernd. Wow! Jetzt aber! Hoch! Und hoch! Und hoch! Puh. Geht doch. Spielball. Hupsa! Oh! Endlich mal ein Ass wieder. Geil. Aber die kommen wirklich schon random, die Asse. Puh. Ich kann mich nicht mehr darauf verlassen. Finde ich schade. Und tschüss! Und hoch! Ah, geil! Der war geil! Die KI wusste jetzt nicht, was sie tun sollen. War ziemlich lustig. Und voll in die Fresse für Daniel. Yes! So gehört sich's! Hey! Schon da reinbleiben, ja? Nicht hinauslaufen wie bei der B-Gruppe und bei der C-Gruppe. Wo es ziemlich geil war. Ja? Ihr spielt gut, Freunde! Danach! Und und Powerball! Voll in die Fresse schon wieder. Der Daniel muss ja schon Nasenbluten haben, ey, der Arme. Matchball! Ich hab das Match gewonnen! Ging aber schnell jetzt. Also, die zwei sind nicht zu unterschätzen und ich mag keine Primzahlen. 821, ja, es muss nur die Primzahl sein. Da muss ich immer einen Punkt an den anderen geben. Na? Ah, nebenbei, Primzahl. Probiert mal in den Kommentaren eine Primzahl zwischen... das mache ich später mal. Das mache ich mal später im Bad, nicht heute. Weil das ist ziemlich krass, die Idee, was ich da habe. Oder hatte mal. Aufschlag, danke. Und du bekommst mehr Kontrolle für einen Wolle. Hey, es reimt sich. Und Minka und Daniel können jetzt gespielt werden. Yes! Und... Victor hat gegen Axel gewonnen. Oh nein! Überraschung. Voll die Überraschung, oder? Okay, Leute, im nächsten Part geht's ins Finale. Finale. Wow. Finale. Bo-do-do. Und ich werde offscreen jetzt meine Skills trainieren. Also die ganzen Minispiele. Aufs Maximum, soweit ich kann.
Und das Sumo-Ringern werde ich euch vielleicht zeigen, wie ich das Level 3 gemacht habe. Also, bis nächstes Mal und ciao.